Hallo Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Es ist gerade 8.32 Uhr und ich habe um 9.30 Uhr Schule. Und deswegen mache ich mich jetzt ein bisschen fertig, aber ich habe tatsächlich heute nur 2 Stunden. Und danach gehe ich mit Didi zusammen, also meiner besten Freundin Diana, zum IKEA. Und ich freue mich schon so sehr. Das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich alleine zum IKEA fahre, also mit dem Auto. Ich habe echt ein bisschen Angst, weil normalerweise fahre ich nicht so lange Strecken alleine ohne meine Eltern. Aber ich bin erwachsen, deswegen sollte ich damit auch mal anfangen. Und Diana wird mir dabei helfen. Ich bin jetzt soweit ready für die Schule und ich finde, mein Make-up ist eigentlich voll schön geworden, auf jeden Fall. Ich habe dieses Oberteil angezogen und drunter trage ich einen Rock. Ich glaube, jetzt sieht man es hier. Oh mein Gott, das sieht ja richtig schlimm aus mit diesen Kniestrümpfen. Ach man, Leute, wisst ihr, was mein Problem ist? Das Ding ist, ich besitze keine weißen Kniestrümpfe, aber wenn ich gar keine anziehe, dann wird mir so kalt werden. Aber egal, Beauty is Pain. Ich kann lange Nike-Socken anziehen, aber die sind auch nicht so lang. Egal, die müssen es jetzt tun. Okay, und so sieht mein Outfit jetzt aus. Seht ihr das? Okay, im Spiegel zeige ich euch mein Outfit jetzt nochmal genauer. So sieht es jetzt halt aus mit diesen Nike-Socken. Ja, ich werde erfrieren, aber egal. Ich finde auch diese Ohrringe, die ich dazu angezogen habe, richtig schön. Wie habe ich es eigentlich hinbekommen, dass mein Zimmer wieder so unordentlich aussieht? Ich muss noch schnell aufräumen, bevor ich in die Schule gehe. Weil sonst würde meine Mom einen kompletten Kollaps bekommen. Okay, das Bett ist schon mal ready. Der Schminktisch sollte an sich eigentlich ganz schnell gehen. Fertig. Mein Schreibtisch noch schnell. Okay, also mein Zimmer ist soweit aufgeräumt. Der Boden ist jetzt auch sauber. Jetzt putze ich noch schnell meine Zähne und dann geht es ab in die Schule. Leute, ich weiß nicht, wie ich es mal wieder geschafft habe, aber ich bin schon wieder zu spät. Das heißt, ich muss mich jetzt richtig beeilen, damit ich noch pünktlich komme. Okay, Leute, ich hocke gefühlt seit einer halben Stunde in diesem Auto vor ihrer Tür und sie kommt nicht raus. Und wir haben diese Uhrzeit ausgemacht. Warum bin ich nur mit Leuten befreundet, die immer zu spät sind? Ich wollte diese nächste Szene eigentlich auch mit ihr zusammendrehen, aber sie kommt ja nicht. Sie ist immer noch nicht da. Wenn ich noch eine weitere halbe Stunde warten muss, dann raste ich aus. Diana, bitte komm. Eine Sache, die mich richtig aufregt, ist mein Handy, weil manchmal nimmt es einfach meinen Ton nicht mit auf, ja? Auf jeden Fall in diesem Fall, ich dachte irgendwie, der würde auch den Ton mit aufnehmen. Stattdessen macht er einfach nur ein Video ohne Ton und ich muss jetzt ein Voiceover drüber machen. Ich weiß, um echt zu sein, auch nicht mehr, worüber Diana und ich die ganze Zeit geredet haben. Ich glaube, ich habe mich auch bei ihr beschwert, dass sie dauernd zu spät sei. Sie hat dann erklärt, warum sie zu spät ist. Was ist denn für ein Lebens- und Magen-Darm-Infektion, ob ich mich anstecke? Man kann Magen-Darm anstecken? Kann man nicht, oder? Doch. Oh mein Gott. Nein, nein. Bitte, Leute, ich kann keinen Magen-Darm-Infekt bekommen. Das heißt nicht durch. Ah, du willst ins nächste. Diana, falls es dir schlecht geht, da ist ein Bett. Wie gesagt, da hat der Ton auch nicht funktioniert. Auf jeden Fall dachte meine Freundin Diana, sie muss ein Video von mir machen. Dann habe ich ihr aber erklärt, dass ich ja gerade ein YouTube-Video drehe und dass sie dann das andere Format nehmen muss, also Querformat. Oder so nennt man das doch, oder? Ich hoffe. Ja, auf jeden Fall, dieser Sessel war richtig bequem. Ich will unbedingt auch so einen haben, weil der hat halt so eine Stütze für die Füße und ich liebe sowas einfach. Es ist so praktisch. Warum hat nicht jeder Sessel sowas? Bitte, Diana, setz dich da drauf. Bitte. 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 Nein, setz dich da jetzt hin. Nein, Diana! Diana, ist das so dein Traum-Setter? Nein, das ist nicht so hässlich. Okay. Oh mein Gott, diese Bücher sehen voll cool aus, aber es sind wahrscheinlich nur keine echten Bücher. Ja, man darf das, man darf die ja testen. Aber irgendwie cooler. Leute, ich werde hier heute einen Spiegel kaufen müssen, aber nicht so einen, sondern ich möchte welche, die man aufkleben kann und dann übers Bett einfach hängen kann. Wunderschön. Wenn wir aus IKEA rausgeschmissen werden wegen dir.
Und frag mich nicht, wie ich auf diese dumme Idee gekommen bin. Auf jeden Fall dachten wir, wir müssen da jetzt auch noch ein paar Bilder machen. Die sind sogar süß geworden, obwohl wir es nur so 2-3 Sekunden gemacht haben. Ich weiß es nicht, Diana nimmt einfach den Aufzug, obwohl es echt nicht viele Treppen sind. Wir müssen nur einen Stock runter. Diana, das ist echt peinlich. Das ist bestimmt für so richtig behinderte Leute. Ach so, bist du nein, das sind für Leute, die Sachen mitnehmen. Schau mal, wie groß das ist. Ja, vor allem, wir haben gar nichts. Hier gibt es nicht solche großen Wegen. So, statt so einen Kasten in so einem großen. Ach so, ja, okay. Hm. Perfekt. Die Blumen sind schön. Aber da darf man sich, glaube ich, sogar hinsetzen, oder? Leute, wir machen hier eigentlich nur Auszeiten. Wir haben bis jetzt noch gar nichts gekauft und wir sind hier seit einer halben Stunde. Diana! Oh, du siehst so süß aus. Nein. Nein, du hast glaube ich ein Tor gemacht. Wir haben endlich was gefunden, was ich auch brauche, die erste Sache. Dani? Dani? Okay, ich brauche auf jeden Fall noch einen Bilderrahmen. Ich suche eigentlich noch diese ganz günstigen, die halt nicht diesen Abstand hier haben. Ja, du kannst auch mal helfen. Und ich brauche nochmal Spiegel, deswegen kaufe ich davon 8 Stück. Weil 4 Stück kosten 9,99 €. Das heißt, wenn ich 8 kaufe, dann kosten sie ungefähr 20 Euro. Die sind so schwer, die Jahre. Die müssen wir beim Tragen halten. Kannst bitte. Okay. Die sind echt schwer, oder? Glaubst du, ich kann die auf meine Schräge kleben oder das wird nicht funktionieren? Du musst es dafür, glaube ich, Sekundenkleber oder so benutzen. Wenn das runterfällt, dann bin ich tot. Ja. Leute, Diana tut mir so leid. Die hockt sich die ganze Zeit einfach nur irgendwo hin, weil es jetzt so anstrengend ist. Ich habe übrigens noch einen Mini-Kopfschuss gekauft, weil den bringe ich dem Freund mit. Kann man da sein Handy aufladen? Ja. Hey, wie nice. Ich habe jetzt gleich einen Grund, hier zu sitzen. Setz dich her. So sagen wir, setz dich hin auf Schwedisch. Steht da. Oh, Didi, siehst so fertig aus. Alles normal. Ich will hier nur noch raus. Hauptsache, ich kaufe die Sachen und du musst schieben. Und hier hat der Ton mal wieder nicht funktioniert, aber das macht nichts, ich mache jetzt einfach ein Voice-Over. Ich habe euch nochmal einen kleinen Haul gemacht von den Essenssachen, die ich gekauft habe, weil ich finde irgendwie, Ikea hat so nice Snacks. Einmal habe ich diese Zimtschnecken mir geholt. Was ich da genau labere, weiß ich im Echtsinn nicht mehr. Dann noch so Kaffeegebäck mit so Erdbeermarmelade innen drin, das ist auch richtig lecker. Und dann haben wir noch Gummibärchen gekauft, also ich habe Diana eins gekauft und mir selbst eins. Wir haben die später dann noch gegessen und an sich, die sind wirklich lecker, aber die sind so klebrig und ich bin mir sicher, wir kriegen davon beide einfach Karies. Ich habe einen Freund von mir versprochen, etwas zum Spaß ihm mitzubringen, deswegen habe ich noch eine Topfpflanze gekauft. Ich fand die irgendwie so lustig, keine Ahnung, und die sieht auch richtig nice aus. Als wir dann zurück zu Hause waren, ging es Diana leider nicht mehr so gut, deswegen hat sie sich einfach ein bisschen hingelegt und ich habe mich dazu entschlossen, meine Spiegelwand neu zu machen. Genau die da. Ich hoffe, die lassen sich überhaupt abhängen. Hey, die gehen sogar voll gut ab. Okay, lass uns mal überlegen, wie kriegt man sowas ab, ohne die Tapete da wegzumachen. Ein wenig, guck ich jetzt.
ich habe einen Trick herausgefunden, wie ich das lösen kann. Und zwar nehme ich heiße Luft und dann nehme ich so eine Karte und versuche das so aufzuschachteln. Du hast hier die Tapete mit Holzspänen rausgerissen, Digga. Ich weiß! Okay, also Diana ist gerade dabei, meine Kleider anzuprobieren. Dazu haben wir auch einen TikTok gedreht, weil morgen fängt ja unsere Mottowoche an und sie weiß halt nicht, was sie tragen soll. Ich habe euch ja erzählt, dass morgen die Mottowoche ist. Auf jeden Fall weiß Diana tatsächlich auch noch nicht, was sie anzieht. Und ich habe sehr viel mehr Klamotten, deswegen wird sie ein paar Sachen von mir anprobieren. Und das hier ist das erste Kleid und Leute, ich finde, das sieht so nice aus. Aber irgendwie Diana gefällt es nicht so ganz. Ja, kein Problem, ich kriege halt immer blaue Flecke. Und das hier wäre das zweite Kleid und ich finde, das sieht auch so nice aus. Warte, du kannst mal zeigen, das ist halt hier so verbunden, aber auf der anderen Seite nicht. Und das hier wäre das dritte Kleid, das ist mein Tigerkleid. Also wenn man genau hinschaut, das hat halt so Tigermuster, aber ihr werdet das jetzt nicht sehen. Und das hier wäre das vierte Outfit. Sorry, Diana. Ich glaube, ihr gefällt das tatsächlich am besten. Wir waren ja auch zusammen bei Bershka und Haare, wollten uns das eigentlich zuerst beide holen, aber dann habe ich es nur mir geholt. Mal schauen. Und ich bin gerade dabei, die ganzen Spiegel aufzukleben, die wir davor gekauft haben. Ich habe aber noch so viele vor mir und ich habe gar keinen Bock mehr. Diana geht es leider wieder nicht so gut. Sie ruht sich ein bisschen aus und ich mache weiter, indem ich die ganzen Spiegel auspacke. Und bis jetzt bin ich so weit gekommen und ich finde den so cool. Was ist eigentlich dein Lieblingslied, Diana? Ich glaube von Mama Mia zuerst. Ich bin endlich fertig. Da ist Diana, die schläft immer noch. Und ich bin jetzt fertig mit meiner Spiegelwand. Ich finde sie auf jeden Fall sehr nice geworden. Diana geht es irgendwie immer noch nicht besser. Oh no. Ich muss jetzt auf jeden Fall mein Zimmer nochmal aufräumen. Ich könnte einen Kollaps bekommen, selbst bei der Endszene hat irgendwie der Ton nicht funktioniert. Auf jeden Fall wollte ich euch einfach nochmal dafür danken, für eure ganze Unterstützung, weil wir haben mittlerweile auf YouTube einfach 400.000 erreicht. Das ist so eine kranke Zahl, ich bin euch unendlich dankbar, also wirklich. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses YouTube-Video hat euch gefallen. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!